Die Mücke! Sie würden uns alle auffressen! Nein, die Schale kann ich eigentlich lassen. So, die einsammeln, die sind wichtiger als als Dings, als Bums. Als Punkte. Also als Kleinpunkte. So. Lauf, lauf, lauf. Ah! Das war ja voll daneben jetzt. So. Den mitnehmen. Hier die paar Dings kann ich aber noch einsammeln. Die stören mich ja nicht. Komm. Jawohl. So, warten. Lauf, Forest, Lauf, Forest, Lauf, Forest. Glück gehabt. Gute. Aufpassen jetzt. Ganz viel aufpassen. Wollen wir gerade aufpassen sagen. Eben habe ich noch ein bisschen gesündigt. Ich habe noch ein bisschen Fernsehen geguckt, bevor ich aufgenommen habe. Und da kam echt. Da kam bei Galileo. Bei Galileo kam so die Jobs, die es in Deutschland einfach nicht gibt. Echt faszinierend. Da gibt's, haben sie erstmal gezeigt, so in schön in Indonesien, ein Mädchen, was zur Arbeit geht, sich richtig tierisch aufreizend anzieht. Da denkt man erst auch, so wie der Laden ausgelöscht ist, jo, eindeutig, ein Puff. Aber wenn das mal weitergeht, nee, die ist keine Bordellangestellte oder irgendwie so ein Käse, sondern die verkauft Nüsse. Klingt komisch, ist aber so, die verkauft Nüsse, die bei uns recht unbekannt sind, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißen. Die haben so eine leicht berauschende Wirkung, irgendwie sowas in der Art. Sorgen aber für Mundhöhlen, Krebs und allem drum und dran mit den Substanzen, die dabei gemischt sind. Aber die machen da einen, haben da ein Wettbewerb quasi im Laufen, um die, oh, komm, hör auf zu lecken jetzt. So, um Kunden anzulocken, ja, je weniger an, desto aufreizender. Und warum ist jetzt die Framerate runtergegangen? Muss ich jetzt gerade mal verstehen, ich gehe mal an den Kerl vorbei. Nee, das war auf jeden Fall ein höchst interessanter Beruf. Dann ein anderer, der turnt am Bahnhof mit Ringen rum. Ja, warum geht die Framerate jetzt schon wieder runter? Ich glaube, das liegt ein bisschen an der DOS-Box, weil, wisst ihr, ich habe eigentlich 1, 2, 3, ich habe eigentlich jedes Mal Probleme mit der blöden DOS-Box ein bisschen. Oh, danke, dass du mich gerettet hast. Ich werde sofort zur Kammer des Orakels zurückkehren. Ja, ist alles recht. Klingt wie ein guter Plan, haariger, oh gebärteter. Whatever. So. Und Commander Keen betritt das Schattenland erneut. Und erneut werde ich speichern. Und rege mich ein bisschen über die Framerate auf. Na, jetzt geht's doch eigentlich wieder. Nein, ich will nicht quittieren. Total Game, was soll denn Mist? Es geht schon wieder runter. Warum? Sprich mit mich! Jetzt geht's wieder hoch. Blödes Ding. Ja. So, auf hier rein. Chasm of... Ich habe da ein ungutes Gefühl dabei. Ganz viele. Weg. Ich glaube, ich habe so... Mein Gefühl hat mich getrübt. Es ging da nicht rein. Boing. Das ist ein Kakao. Jo. Der hat mich gerade voll erwischt. Blöder Felsen. Ich weiß ganz genau, warum ich Steinen misstraue. Okay, vorstellen, wenn man das hier eine Zeit lang gespielt hat, da rennt man doch draußen im Real Life, macht man doch einen Riesenbogen um jeden Stein, der einem begegnet, oder? Da kannst du in das Vieh reinrennen von mir aus. So, und da, zack. Ich kann jetzt gerade mal nichts für das Gijuckel. Ach, genau, zum Beispiel, was hier war. Ja, jetzt weiß ich's wieder. Ja. Auch so ein Kackvögel, den man. Der einen tierisch genervt hat, den man nicht umbringen konnte. Oh oh, jetzt habe ich ein Problem. Wie man schwer erkennen kann. Okay, anders. Ich probiere es mal hier oben drüber. Guck, ob ich einen kürzeren Weg wählen kann. Diese Scheißvögel. Kann ich wieder auf den Wolken? Nein! Ich da runter. Ich will mal oben lang gehen. Ich habe keine Lust, schon wieder mein ganzes Leben hier für diese blöden Kackvögel drauf zu gehen. Die sich auch wieder nicht umbringen lassen. Sondern einfach nur da sind, um mich zu nerven.
Das haben die bestimmt vorher abgesprochen. So, ey, komm her, da Wissing, den Metzel. Ich hab gehört, der kommt heute. Nein! Ja, genau. Haha. Das hättest du jetzt gern gehabt, du Scheißstein da unten. Was läuft denn gerade? Ah. Der Mondwalzer aus Final Fantasy 8. Auch ein sehr schönes Lied. Da kommt. Als Metal Cover natürlich. Ah. So, Hilfe. So, eingesammelt. Nein! Das Spielchen kenne ich doch. Na komm. Bitte, lass mich hin. Och, jetzt wird's doch schön. Soll ich mal ein bisschen mit den Vögeln tanzen? Na! Ah! Boah. Ach, was soll das dann schon wieder? Also, für euch gibt's hier was zu lachen. Scheiße, so war das. Ich will hier raus. Wenn es einen Ausgang gibt, heißt das, hier gibt es keinen Weisen. Alle hopp. Alle hopp. Alle hopp. Jawohl. Alle hopp. Nein, was soll der Scheiß? Boah. Weg hier. Warten. Warten, warten, lauf, spring, rast. Mann. So, gucken, ob ich das auch so pack. Nein, Alter, so. Mein Gott. Uiuiuiui. Das ist kacke mit dem 3D. Da kann man das nicht so schön nehmen. Wie bei dem ersten Commander Keen oder bei den ersten Teilen. Hä? Ich hab Angst. Ach, was willst du, Pickelbrille, dann? Aha! So viel zu, der tut ja nichts, der will nur spielen! Metzel, du Idiot! Uiuiuiui! So. Der kann halt ja richtig Feuer im Arsch. Aber jetzt wissen wir auch definitiv, was er tut. Muss ganz schön einheizen. Komm, jawohl, komm! Spring, halt fest! Oh. Junge. Die Kina hat schon mal ganz schön Eier in der Hose. Also ich würde mich nicht trauen, hier über so einen Abgrund zu jumpen. Ah! Oh, halt fest. Ich glaube, ich habe ihn erwischt. Jawohl, habe ich auch. Aber ich komme leider nicht weiter. Okay. Hier birgt alles eine Gefahr. Selbst die Gefahr hier ist hier eine Gefahr. Uah. Also vom Schwierigkeitsgrad her ist das hier definitiv schon mal wieder eine Ecke höher angesiedelt. Allein schon mit dieser blöden 3D-Ansicht, wenn man die Kanten nicht richtig wahrnehmen kann. Komm. Ja, genau. Ja. Ah, da. Oh, da ist noch was. Zack ich. Hoppala. Alle hopps. Alle hops. Aha, doch geschafft. Uah. Ist die Wolke. Ist das die Evil Wolke? Uiuiui. Lass mich in Ruhe, du Wolkending. Was ist das? Was war denn das jetzt? Die böse Überwolke, oder wie? Oh. In Krystal... Weg. Krystalius sind wir jetzt. Gucken, was uns hier so erwartet. Hier bei bekloppten Vögeln bestimmt. Ah. Das hättest du jetzt gern gehabt. Da geht's vor, definitiv. Ein Ring aus Schokolade. Das erfreut doch die Herzen der Menschen. Wo wahrscheinlich im Stink blieb. Ach genau, ich war dabei zu erzählen von diesen verrückten Jobs. Dann hatten sie einen gehabt, irgendwo in Indien. Der gibt Ringe an Zugführer weiter. Klingt komisch, ist aber so. Bei dem Ring befindet sich dann nämlich ein Metallball. Und der Metallball, der zeigt dem Wärter Schaffners
auf welchem Gleis sie zu fahren haben. Also der Kerl ist einfach nur in... Der Ringhüter. Er bewahrt den einen Ring.